Das hat alles mit FC Gundlach zu tun, also mein ganzer Werdegang. Für mich ist er einfach die deutsche Ikone. Alles das, was Fotografie heute ist in Europa, basiert auf FC Gundlach. Der war eigentlich immer ein Visionär, ein großer Visionär der Fotografie. Franz Christian Gundlach, genannt FC Gundlach, gilt als Grand Seigneur der Modefotografie. Fotografie war immer Substanz meines Lebens, aber in unterschiedlichsten Art und Weise. Ich habe ein Labor gemacht, ich habe 1975 eine Galerie gegründet, ich wurde mal Unternehmer, ich habe gesammelt, das Sammeln hat es immer begleitet, dann habe ich gelehrt. FC Gundlach stammt aus Heinebach in Nordhessen. Er soll die väterliche Gastwirtschaft übernehmen, doch er will mehr. Mit 10 bekommt er einen Fotoapparat mit Selbstauslöser geschenkt. Damit inszeniert er seinen Bruder, einen Freund und sich selbst. Als 16-Jähriger muss er in den Krieg ziehen, kommt ins Lazarett und gerät später in französische Gefangenschaft. Nach Kriegsende besucht er eine Fotoschule in Kassel. Frühe Arbeiten zeigen seine Mutter und einen Freund. In einer kleinen Buchhandlung in Paris hat er 1951 mit gerade mal 25 Jahren seine erste Ausstellung. Ein Traum wird wahr. Paris war zu der Zeit die Welthauptstadt der Kultur. Paris war, also, das war ein Leben. Paris war die Stadt to be. Ich kriegte dann eine Reihe von Aufträgen. Und das, mit jedem Auftrag, den ich kriegte, konnte ich wieder eine Woche in Paris bleiben. Jean Marais, Fernandel, Yves Montand mit Simone Signoret. Schon bald darf er die Stars fotografieren. Auch Jean Cocteau. Ging im Hintergrund die Tür auf. Wer kam da an? Im Morgenrock? Cocteau. Ja, sie werden erwartet, aber morgen. Dann sagte er ganz einfach, es ist so früh, die schlafen sowieso alle noch. Ich rasiere mich, mache mich fertig und dann habe ich 2 Stunden Zeit. Und so habe ich dann 2 Stunden Zeit gehabt, mit Cocteau diese Bilder in der Maus zu machen. Also ich wäre um Haar in Paris hängen geblieben. Nicht? Also weil ich den Tag eine Stelle angeboten bekommen. Ich war fest als Assistent und traf den Chefredakteur von Film und Frau, ihm eine Arbeit abzuliefern, die ich gerade gemacht hatte in Paris. Und erzählte ihm das freudestrahlend. Und dann sagte er zu mir, also wissen Sie, wenn Sie das wollen, das können Sie jede Zeit haben, kommen Sie nach Hamburg. Da habe ich mich dann für Hamburg entschieden. Vielleicht wäre Paris interessanter gewesen, wer weiß es. Aber das ist tempi passati. Paris war eine andere Welt. Damals war doch die Mode, war doch die Haute Couture war doch das Aushängeschild Frankreichs. Und man musste akkreditiert sein. Zu Anfang durfte ich nur fotografieren im Haus. Und dann durfte ich, also wenn ich rausgehen wollte, dann wurde ein Leinentuch genommen, über die Kreation getan. Das durfte nur abgenommen werden, wenn ich fotografierte. Ich finde dies ein wunderbares Modebild, weil es eine Selbstverständlichkeit hat. Eine Souveränität des Models, die steht in Paris auf dem großen Markt. Sie ist einfach präsent. Sie ist präsent und ruht in sich selber. Gitta war eine wunderschöne Frau. Sie hat ein tolles Gesicht. Und sie hatte auch einen Ehrgeiz.
Noch heute sind F.C. Gundlach und seine Muse befreundet. Gitta Schilling lebt in Italien. Bei der Eröffnung seiner großen Werkschau 2009 in Berlin ist sie natürlich dabei. Auf die Pariser Mode folgt die Berliner Mode. F.C. Gundlach avanciert zum gefeierten Fotografen der Nachkriegszeit. Er wird zum Mann, der Berlin die Schönheit zurückbrachte. Models auf Flugzeuge, auf die Flügel zu stellen. Das sind so ungewöhnliche Ideen zur damaligen Zeit gewesen. Und das eben auch mit dieser Eleganz, mit der er seine Fotos gemacht hat. Das würde man heute auch wieder fotografieren wollen. Nur wäre es dann ein Zitat F.C. Gundlach. Ich wurde immer von den Filmproduktionen engagiert für eine Woche, um die Pressefotos zu machen. Und dann kannte ich natürlich viele der Stars. Und damals waren das ja noch Stars. Die Distanz zum Publikum war einfach eine viel größere. Und dann kam die Redaktion auf die Idee und sagte, die Zeitschrift heißt Film und Frau. Also verbinden wir doch beides. Ruth Leuwerig im Ozelotmantel. Maria Schell. Nadja Tiller im Negligé. Nochmal Maria Schell im Pelzkäppi, der coole Kurt Jürgens und eine verlorene Romy Schneider auf der Suche nach sich selbst. Da ist eigentlich das ganze Schicksal drin. Sie machte immer so Faxen und Blödsinn rum, um ihre Unsicherheit zu kaschieren. Ja? Und hier war es sich selber. Sie hat die Bilder dutzendweise bestellt, dutzendweise, weil sie sich da drin wieder verfand. Das war, bevor sie nach Paris ging. Jean-Luc Godard stellt 1960 seinen Film Außer Atem auf der Berlinale vor. Gundlach fotografiert den Regisseur. Es war Hochsommer und er hatte seine Brille auf. Und er war in Begleitung von einem jungen Bengel, der immer nur rauchte, der mir aber gar nicht erst vorgestellt hatte. Der hieß dann nur später Belmondo. So geht's manchmal. Und dann bat ich ihn, ob er nicht die Brille abnehmen könne für das Porträt. Ich sagte, nein, das ist mein Markenzeichen. Und da stand so ein Dienerstuhl und sagte, bitte nehmen Sie Platz. Und dann drehte er sich rum, grinste mich an, hatte verstanden, wir hatten die Rolle gewechselt. Ich war der Regisseur und er war das Objekt. Und dann ging es alles bestens. Die 60er Jahre sind ein Jahrzehnt der Umbrüche. Sie bringen vieles in Bewegung. Der Krieg war zu Ende, die Nachkriegszeit war zu Ende. Ja, es kam die Jugend fing an zu revoltieren, die fing an, anders zu denken. Die Welt ändert sich, die Menschen ändern sich. Und Moden sind immer auch eine Reflexion auf gesellschaftliche Veränderungen. Es kam die Emanzipation, es kam die Pille, es kam die Beatles, es kam schließlich am Ende die Pop-Art. Die Pop-Art hat mich fasziniert. Ich kaufte 1965 die ersten Blätter von Andy Warhol. Ja, die kamen darüber, erst hat man gelacht, bis man begriffen hat, was dahinter stand. Und ich habe das dann gleich in meine Bilder umgesetzt. Und hier ist ein Bild zum Beispiel, Andy Warhol Dekor nachgebaut. Da sind die kleinen Wolken, die man, ich weiß nicht, ob man sie sieht. Und die Farben sind auf das Kleid abgestimmt. Wir haben ein Dekor gemacht, immer für ein Kleid nur. Die Op-Art war ja sehr grafisch, sehr
fast gesagt, fotografisch schwarz-weiß. Und diese Opphard-Formen habe ich dann zum Anlass genommen, die zwei Models zu fotografieren. Sie stehen vor den Pyramiden. Der nächste Stand ist 300 Kilometer weg. Jeder halbgebildete Mensch weiß das natürlich. Und trotzdem nennt er seine Reportage den ganzen Tag am Strand. Diese Ideen, die er hatte, gibt natürlich jetzt, sag ich mal, zwei sehr prominente Beispiele. Die Badekappen, die Bademode für die Brigitte in der Wüste zu fotografieren und eben nicht neben einem Swimmingpool irgendwo in Miami Beach. Der hat ja auch mit diesen Modefotos für eine ganze Generation, für meine Mutter, auch für mich, ich war ein Steppke, zum ersten Mal gezeigt, wie toll diese Welt ist, wie toll New York und Paris ist. Niemand anders hat so fotografiert und hat dieses Flair gehabt und hat diesen Zeitgeist so rausgebracht. Mode für jeden Typ, für jedes Alter. Für die Frauenzeitschrift Brigitte fotografiert Gundlach von 1963 bis 1986. Mit seinen Modefotos erzählt er Geschichten. Das ist eine Revolution. Die Auflage steigt auf über 1 Million. Ja, als ich Anfang der 60er Jahre war, ich eine junge Moderedakteurin bei Brigitte. Und als ich damals das erste Mal mit FC Gundlach zusammenarbeitete, war das wirklich, muss schon sagen, eine Offenbarung. Er war auch so anders als viele andere, die doch zum Teil sehr exzentrisch waren. Und er war ja damals schon ein Star und hatte es nicht mehr nötig, sich noch zu verwirklichen. Und er hat vor allen Dingen immer, hat wirklich das Ganze gesehen, nicht nur sein Foto, sondern wie das wohl später auch im Heft aussehen würde. Antje von der Heide hat in Super-8-Filmen die besondere Atmosphäre bei Fotoshootings mit FC Gundlach eingefangen. Wie in Kapstadt und auf Teneriffa. Gundlach war immer super angezogen und das war auch auf Reisen ganz besonders angenehm. Damit kam er nämlich auch sehr gut an. Also wir bekamen gut im Hotel die besten Zimmer, wir kamen in jedes Restaurant mit ihm rein. Er kam durch den Zoll ohne Probleme. Jedes Foto von ihm war schon eine Inszenierung. Das Tolle daran war aber, dass man das später nicht merkte. Es sah einfach doch oft aus wie zufällig. FC Gundlach erobert Amerika. Er inszeniert den amerikanischen Traum und kennt dabei keine Höhenangst. Fotografiert sogar außen vom Hubschrauber aus. Ich habe auf dem Bumper gestanden. Können Sie sich vorstellen, in 500 Meter Höhe. Und in den 60er, 70er Jahren war ich mehr in New York als in Hamburg. Weil sich das dann auch anbot mit meiner Sammelleidenschaft. Es gab auch die ersten Galerien, die sich mit zeitgenössischer Kunstfotografie beschäftigten. Das Sammeln wird ihm immer wichtiger. 1992 legt er die Kamera aus der Hand. Ich bin dann vor etwa 30 Jahren auf die ersten Bilder von Munkacsy gestoßen. Und die haben mich fasziniert. Und dann habe ich begonnen, jedes Bild, was irgendwo auftaucht in der Welt, bei Sotheby's oder Christie's oder an der Galerie, habe ich dann erworben. Und das war dann
Das war nicht besonders teuer, weil es gab keine Nachfrage. Heute kosten die Top-Bilder 100.000 Dollar. So. Und wir hängen das Große dann wieder über die anderen, nicht? Also, und die beiden müssten nebeneinander. Die Frage ist, ob wir sie rechts oder links hin tun. Wichtig ist, wenn man eine Ausstellung einrichtet, dass sie einfach eine Dramaturgie hat, dass sie einmal führt. Eine gute Ausstellung ist immer eine Symbiose für mich zwischen der Architektur, der Farbe und dem Werk. Da ist dieser Perspektivwechsel zwischen den Rollen, die er eingenommen hat und einnimmt, ja, zwischen dem Fotografen F.C. Gundlach, der zu einem der bedeutendsten Modefotografie in der Nachkriegszeit gehört, dann der Fotoexperte. Ja, da ist der Forscher, da ist der Entdecker, da ist der Kurator, der Herausgeber F.C. Gundlach. Man könnte auch sagen Fotovisionär. Der Fotovisionär hat in New York erkannt, wie wichtig die Postproduktion ist. Im alten Hochbunker in Hamburg-St. Pauli gründet er 1971 das Profilabor PPS, Professional Photo Service. Es wird zu einem Mekka für Fotografen. F.C. Gundlach wird Unternehmer. Als ich fotografiert habe und im Studio war, da musste ich nur mit dem Finger wackeln und alle liefen. Nicht wahr? Und jetzt war ich plötzlich von den Leuten, die für mich arbeiten, abhängig. Also das war eine neue Erfahrung, Lebenserfahrung natürlich auch. Er geht noch einen Schritt weiter und eröffnet 1975 im Bunker die erste Fotogalerie in Deutschland. So etabliert er die Fotografie als Kunstform. Herr Gundlach hat 1981 in der PPS-Galerie die erste Robert Mapplethorpe-Ausstellung in Deutschland gemacht und hat vom Künstler dafür Originalprints bekommen und hat versucht, diese Prints während der Ausstellungslaufzeit zu verkaufen und hat die angeboten für 300 Dollar pro Stück. Und er ist gerade mal 2 Prints losgeworden. Die restlichen Prints hat er dann aufgekauft und sie in seine Sammlung integriert. Das ist der Grund, warum wir ein relativ großes Konvolut von Robert Mapplethorpe haben. Der Grundstock für Gundlachs Sammlung entsteht. Er nennt sie das Bild des Menschen. Wenn man sich die Liste anguckt von den Leuten, die FC zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt hat, das ist das Who's Who des 20. Jahrhunderts. Der hat sie alle zum ersten Mal hier gezeigt. In seiner zweiten Karriere als Ausstellungsmacher und dann Sammler, hat ja auch eine Riesensammlung. Die Fotografie hat über die Jahrzehnte hinweg natürlich immer darum gekämpft, als Kunst anerkannt zu werden. Gundlach hat sehr früh auch erkannt, dass Künstler, dass die auch mit dem Medium Fotografie arbeiteten, wo auch Gundlach sein Reich geöffnet hat und hat gesagt, Leute, kommt zu mir. Ich habe nicht nur eben halt eine Galerie, aber ich habe auch eben halt ein Labor, ich habe eben halt Studios. Wir können zusammenarbeiten. Und dann kam Kippenberger, Förg. Also die hingen bei mir alle rum. Also gerade vor allem Kippenberger war, wir haben 3 Kippenberger-Ausstellungen allein in der Zeit gemacht. Er war Provokateur, auch für die anderen. 2003 gründet F.C. Gundlach das Internationale Haus der Fotografie in den Hamburger Deichtorhallen. Dort lagert auch seine umfangreiche Sammlung. Wir zeigen gerade Richard Evenden hier. Ja, den hat er schon 1979 gezeigt. Da war Evenden noch kein Name. Man kannte ihn noch nicht. Fotografie war noch nicht als Kunst etabliert. Er hat eine der eindrucksvollsten Sammlungen der Fotografiegeschichte in Deutschland aufgebaut. Allein die Dauerleihgabe seiner Sammlung umfasst 9000 Fotografien. Alles, was Fotografie ist, basiert auf seiner Energie. Er hat durch seine Ausstellung und durch die internationalen Fotografen, die er nach Deutschland geholt hat, inklusive der Geschichte mit den Deichtorhallen, die Fotografie dahin gebracht, wofür sie heute steht.
In der Hamburger Speicherstadt lagert ein Teil der Sammlung in diesem Depot, das Sabine Schnakenberg verwaltet. Allein 2500 gerahmte Fotos werden hier verwahrt. Die in seinem Archiv verborgenen Schätze reichen noch für viele Ausstellungen. Die Kuratorin hat in den Deichtorhallen drei Fotografen der Sammlung gehängt, die FC Gundlach ganz besonders am Herzen liegen. Irving Penn, Richard Avedon und George Heuningen-Hühne, wie hier zu sehen. Also dieses Bild, das hat mich am meisten beeindruckt. Das Bild ist sehr gebaut, bis ins kleinste Detail. Wie die Figuren gesetzt sind, ist einfach meisterhaft. Wissen Sie, wo das gemacht worden ist? Am Strand bestimmt nicht. Ich denke, im Atelier. Man hat zu der Zeit sehr viel im Atelier fotografiert. Nee, der hat es nicht im Atelier gemacht. Herr Gundlach, der ist mit denen hochgegangen auf das Rooftop, also auf die Dächer von dem Vogue Studio in Paris. Aha. Und dann hat er die hier auf ein Brett gesetzt, genau ausgeleuchtet, von links und rechts. Und dies hier, was Sie sehen können, als Horizontlinie von dem Meer angeblich, das ist die Balustrade von dem Vogue-Gebäude und dahinter geht es runter auf die Straße. Also ist es doch ein bisschen im Studio. Ja, ein bisschen vielleicht. Okay, zugegeben. Gut. FC Gundlach feiert gern. Zu seinem 90. Geburtstag veranstaltet er ein großes Fest im Hamburger Haus der Fotografie in den Deichtorhallen. Er war derjenige, der mir einen Weg zeigte, der mir richtig gefiel. Er war der erste Kosmopolit, den ich kennengelernt habe. Er war der erste Mann, der so offen durch die Welt ging. FC Gundlach ist nicht nur ein großartiger Fotograf, sondern auch ein großartiger Ermöglicher. Ich glaube, das hat schlicht und einfach auch was damit zu tun, dass Gundlach jemand ist, der im tiefsten seines Herzens die Menschen liebt. Wenn wir Dinners machen, ist er absolut der Letzte. Man muss ihm dann manchmal darauf aufmerksam machen und sagen, es ist jetzt 3:30 Uhr morgens, wir bestellen dir jetzt ein Taxi. Ich glaube, ein 90-Jähriger, der aktiver, fröhlicher, neugieriger ist als FC Gundlach, das gibt's gar nicht. Dieses Gespür für die Dinge der Zeit, die in der Luft liegen, das ist ihm eigentlich bis heute irgendwie geblieben. Darüber hinaus, muss man sagen, ist er auch immer ganz gespannt darauf zu sehen, was an sich eigentlich auch bei der jüngeren Generation passiert. Und über die Jahre hinaus haben wir uns immer wieder getroffen. Ich habe ihm meine Arbeiten gezeigt und er hat mich einfach ermutigt, weiterzumachen. Also man hat so einen Meister gefunden und ich selber hätte auch nie gedacht, wie viel man von ihm lernen kann am Ende. Im Jahre 2000 überführt FC Gundlach Werk und Sammlung in eine Stiftung. Das ist groß gerahmt hier zum Beispiel. Eine wichtige Aufgabe, die die Stiftung Gundlach erfüllt, ist ja das Inventarisieren, um so ein komplexes Lebenswerk überhaupt zu erschließen. Und wir reden ja hier über Zehntausende von Fotografien. Deswegen haben wir zum Beispiel beim Werk von FC Gundlach uns entschieden, die Aufnahmen alle chronologisch zu sortieren und sie in diesen Architektenplanschränken abzulegen. Jede einzelne dieser Aufnahmen ist von FC Gundlach signiert und betitelt und alle Informationen hinzugefügt, die noch verfügbar sind. Dann werden sie von uns mit einer Inventarnummer versehen. Und dann werden sie von uns digitalisiert und abgelegt. Und so können wir uns hier im Grunde durch alle Jahrzehnte von FC Gundlachs Schaffen blättern. Und wir haben dann große Abzüge, das ist auch 1965, ein Kleid von Christian Dior, beziehungsweise vom Hause Dior. Loslassen fällt Gundlach schwer. In seiner Stiftung hält er die Zügel fest in der Hand. Es geht FC Gundlach darum, Ästhetik für die Ewigkeit zu schaffen. Ja, hier ist es. Ich hatte eigentlich zwei Wünsche. Ich wollte gerne eine Grabstätte haben über der Erde. Und dann habe ich das etwas ironisch formuliert mit einer schönen Aussicht. Unsere Gesellschaft ist ja heute so,
Das sieht eigentlich den Tod verdrängt. Der Tod gehört aber zu unserem Leben. Es gibt vielleicht zwei Momente im Leben eines Menschen, die er nicht bestimmt. Das ist seine Geburt und sein Tod. Die Pyramiden sind ja auch ein Grabmal. Ein Grabmal, diese ganz puristische Form, die war für meine Bilder wichtig und auch last not least auch für mein Leben. Ich habe es versucht, so gerade zu machen, wie es möglich war. Ich habe also viele Momente gehabt in meinem Leben, die doch mir sehr viel Freude bereitet haben. Ich habe vor allem sehr viel Freiraum. Ich vertrage keine Enge. Ich war nie angestellt. Ich war immer frei und so, konnte immer mich bewegen, wie ich wollte. Thank you.